geht sofort weiter. Ist gerade tatsächlich ganz wichtig. Geht nämlich um die Renovierung. Wenn ich es gerade mal schriftlich da habe, dann sei mal so verkehrt. Wie gesagt, morgen bin ich dann den halben Tag, nee, eigentlich den ganzen Tag am Renovieren, während Frisches seine Geschäftstermine da hat. Glaube, ich weiß gar nicht. Von 11 bis 18 Uhr hat er, glaube ich, seine Termine. Oder 5 oder 17 Uhr so in dem Dreh. Bin ich jetzt eigentlich hier? Christoph ist gar nicht mehr hier. Christoph! Ich hasse ihn. Ich hasse Christoph. Ja. Und dann will ich natürlich nichts falsch machen. Deswegen. Gut, sie sind zwar meine Räumlichkeiten, aber Fotos kann sich besser auch noch renovieren. Ich muss ja wissen, was ich da machen soll. Okay. Gerösteter Spargel. Habe ich denn gerösteten Spargel schon? Habe ich. Kann ich nämlich gleichzeitig das ganze Gedönste da aufbessern. Die anderen habe ich ja schon. Hey! Hab deine Bestellung. Stufe 5. Sehr gut. Frisur. Oh, jetzt erinnere ich mich. Prinz Erik, ja klar. Das ist er doch nicht. Ist er doch nicht, oder? Er wurde doch nicht in Stein verwandelt, oder? Nein, das ist nur eine Statue. Puh, das ist gut. Wo hast du es gefunden? Ich habe es im Meer vor dem Schillernden Strand gefunden. Es muss auf dem gesunkenen Schiff von Erik gewesen sein. Moment mal, jetzt fällt mir alles wieder ein. Gleich nach dem Sturm suchten Donald und ich den schillernden Strand nach Sachen aus dem Schiff ab. Jetzt, da ich darüber nachdenke, Erik war dabei und hat uns geholfen. Ich erinnere mich. Er hat es also aus dem Schiffswrack geschafft? Ja, vorhin vergessen war das kein Problem. Vielleicht würden sich einige der Dorfbewohner daran erinnern, wo er hingegangen ist, wenn sie die ganze Statue sehen würden. Ich habe eines der Stücke, die wir gefunden haben, behalten und Donald hat die anderen. Ich glaube, ich habe meins als Briefbeschwerer benutzt. Was? Es ist schwer und hält Papier fest. Es gehört dir, wenn du es finden kannst. Es ist irgendwo in meinem Haus. Hey, danke. Nice. Die anderen hatte ich, ne? Ja. Da muss ich halt nur die Quests für machen. Stimmt, was brauchte denn Christoph an Sachen nochmal? Traumscherbe, Muschelsuppe. Traumscherbe kann ich ihm geben. Eine Muschelsuppe. Kann ich die schon? Immer die größte Frage. Nee. Was brauche ich denn für andere Suppen meistens? Milch? Also hauptsächlich Milch. Okay. Versuche ich es doch einfach mal. Pack einfach sogar zwei Muscheln mal rein. Milch. Ich bock mal eine Zwiebel mit rein. Nee. Okay, wenn ich nur eine Muschel. Nur mich.
nicht. Okay. Muschelsuppe. Muschelsuppe. Vielleicht brauche ich dafür noch irgendwas anderes. Ah, okay. Nein, ich habe vergessen, ihm Traumscherber zu geben. Es ist ja leider wichtig, dass wir das machen. Könnte ihn noch einmal mitnehmen. Ich könnte ihn noch einfach. Es geht jetzt noch so 3 Stunden weiter. Christoph, du kommst mit. Hallo. Dann lassen wir Gotl einfach erstmal links liegen. Kommst du jetzt einfach mal mit. Sammeln wir nebenbei noch ein bisschen. Nur blau. Ja, ich weiß, du schmeißt mir wieder Sachen hinterher. Okay, als Briefbeschwerer. Da. Und dann Donut fragen. Donut ist wo? Alles machen, damit ihr hier ein Zeug kriegt. Das mache ich gleich. Reicht schon, dass ich das hier alles sammel. Aber wo ist Donut jetzt wieder hin? Wie schnell ist der denn bitte? Da ist Donut. Hi. Eine Statue eines Prinzen? Oh ja, ich erinnere mich, dass ich einige Teile einer Statue aufbewahrt habe, die an den Strand gespült wurden. Ich habe eins Onkel Dagobert gegeben und meines vergraben, um es vor dem Vergessen zu schützen. Aber ich habe vergessen, wo. Lass mich kurz nachdenken. Es war matschig und voller Fliegen. Vielleicht ist es ein Ort in der Nähe des Wassers, auf der Lichtung des Vertrauens. Okay, und eins hast du Donut Dagobert gegeben, okay. Dagobert! Hey, ich hab nein, nicht dich. Dich. Ah, bist du auf der Suche nach einer neuen Investitionsmöglichkeit? Nein. Du hast ein Stück von Eriks Statue. Ei, das stimmt. Welches Interesse hast du daran? Würdest du es mir geben? Es dir geben? Umsonst? Was für ein Geschäftsmann würde mich das machen? Wie wäre es mit deinem Handel? Ich tausche es gegen ein paar. Ich will nicht schon wieder Steinchen sammeln. Das waren die blauen. Nee, die roten, ne? Glaube ich. Waren das die roten? Nee, das waren die Granate, okay. Ach, die grünen. Okay. Lass mich doch mal raus hier. Werk. Hilf mir mal.
Für einen Auftrag sind wir ewig unterwegs. Und Stufe 6. Wie gesagt, es ist so wichtig, dass wir hier vorankommen. Donald ist wieder in Rage. Hier war kein Steinchen dabei. 5 Stück von den Steinen brauche ich. Da sind welche. Nein, es war ein großer. Es war ein großer. Da sucht man mal keine großen und man kriegt großen. Irgendwo beim Wasser. Okay. Also die Steine dauern noch. Das lässt sich wahrscheinlich heute nicht mehr machen. Gut, das heißt, dann gehe ich einmal hier. Zieh das Angler-Outfit an, das Donald dir gegeben hat. Okay. Angler-Outfit. Ein paar Fische im Meer. Das kriegen wir hin. Hallo Ariel. Zwei. Es ist so cool, dass ich jetzt über diese Brücke gehen kann. Das ist so schön. Hallo Teufelswald. Und faul sind sie tatsächlich, das stimmt. Und sonst müsste man ja nicht alles hier selber machen. Die meisten stehen halt daneben, können selbst und ja. Ich hasse es. Hallo Hybrid. Dennoch hasse ich es. Ich hasse es. Ich leide diesen Monat. Warum? Na, wie geht's dir denn? Da ist was Goldenes. Ich
Ich habe gerade mal 4 Fische, ne? Ich habe einen Schwertfisch. Sehr nice. Nö, ich soll einfach nur 4 Fische, also insgesamt 10 Fische fangen. Für Donald. Also im bestimmten brauche ich nichts. Aber Angeln ist trotzdem nicht so meins. In keinem Spiel. Deswegen wollen mich einige quälen und mich zu einem Angelspiel überreden. Aber Angeln ist echt furchtbar. Vor allem, ich habe so ein Taktgefühl wie so ein Walross. Das war gar keins. So, schon 1,5 Wochen circa. Das hat natürlich zum Glück noch. Ist es was Psychisches oder ist es wirklich gesundheitlich? Ansonsten würde ich mal zum Arzt gehen, Heimut. Das ist nicht gut. Das ist eigentlich gut. Aber wenigstens lese ich dich wieder. Wollen wir doch auch so. Da ist was Blaues! Nein, ich bin am Anfang. Die einzige Anforderung ist, dass ich sie im Meer fischen muss. Also ich darf nicht an die Teiche. Ich brauche tatsächlich mehr Fische. Nein, Kacke. Dass du an der Stelle auch immer angeln kannst. Ja, aber ich möchte gern aus den Großen. Weil die Algen zählen zum Beispiel nicht. Es müssen halt tatsächlich explizit Fische sein. Die Algen nimmt da nicht. Das hatte ich beim letzten Mal nämlich schon probiert. Wenn ich außerhalb der Stellen angel, kriege ich meistens diese Kack-Algen-Dinger da. Kann auch sein, dass ich einfach nur schon wieder einen Bug habe. Und dass es beim letzten Mal einfach nicht funktioniert hat. Jetzt gerne die wertvollen Fischis. Wertvoll. Ich glaube, ich habe bisher 2 wertvolle. Hallo Ursula. Kann ich nicht Ursula aus dem Meer fischen? Die braucht doch keiner. Ach, Alter. Ich hasse Angeln. Angeln ist furchtbar. Ja, die nimmt er zum Beispiel. Die nimmt er zum Beispiel. Nee. Bei Ursula habe ich es auch schon mehrmals probiert. Ich gehe mal von aus, dass Ariel bestimmt irgendwann auch ein Land sein wird. Bei Ursula hoffe ich es nicht. Nicht, dass sie hier wie im Film die gleiche Scheiße abziehen. Ursula brüllt nicht am Land. Gesundheitlich habe ich leichten Husten. Seit ich jetzt eigentlich nichts Außergewöhnliches, dass ich nicht mehr da bin, schon ewig nicht mehr im WC geschrieben habe, etc. Keine Ahnung, mal sehen, wie das Wochenende wird. Ja, ich habe mich schon gewundert, aber ich dachte, bevor ich dich jetzt nerve, weil du jetzt sagtest, dass es dir nicht so gut geht, dachte ich nur, okay, lasse ich dich mal. Das klingt gar nicht gut. Mach mir doch auch Sorgen um dich. Ansonsten, wenn was ist, kannst du jetzt schreiben, Hybrid. Aber ich habe gemerkt, dass du seltener on bist. Meistens, wenn ich im DC geguckt habe, warst du meistens offline. Gut, aber wahrscheinlich auch wegen Arbeit, denke ich. Ich gucke ja zurzeit auch eher selten. Meistens tatsächlich, wenn irgendwas mit Luna ist, weil Luna ist ja auch krank. Und... Oh. Sonst bin ich tatsächlich auch gar nicht großartig im DC zur Zeit. Gut, ich bin aber auch viel mit Renovieren und Umzug und so weiter beschäftigt.
Der Grund, weswegen ich heute erstens früher streame und zweitens früher aufhöre. Weil morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs und ich freue mich zwar, aber ich bin fertig. Weil die letzte Nacht habe ich zum Beispiel auch nicht so super geschlafen. 3 Uhr eingeschlafen, 8.30 Uhr hat eigentlich der Wecker geklingelt. Und ich glaube, ich lag da noch 3 Stunden gefühlt neben mir, bevor ich überhaupt mal aufgestanden bin. Nochmal stumpf FF14 gespielt. Wenn ich Abendessen bin, dann wieder zur Arbeit. Wobei ich sagen muss, na gut, ich fahre jetzt 3 meinen FF on, glaube ich. Also zumindest mit dem Einschauen. Da habe ich dich meistens. Doch, was gestern? Ich glaube, gestern habe ich dich kurz einmal gesehen. Aber nur ganz, 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 ganz kurz. So. Eine Millisekunde, da bin ich dann nämlich dann aufgegangen. War, glaube ich, kurz vorm Stream oder kurz vorm Mittagessen. Ich weiß es nicht genau. Also, Mittagessen. War für mich kein Mittag mehr. Mir brain up als alles andere. Wie gesagt, wenn was ist, kannst du gerne jederzeit schreiben. So, geht gleich weiter. Oh, so. Wie spät ist es? Oh, ich habe ja noch Zeit, okay. Wir haben eine Menge Fisch gefangen, aber keiner von ihnen ist ein Wels. Vielleicht hatte Goofy recht. Das ist unmöglich. Ich schwöre, erst neulich habe ich hier einen Wels gesehen. Folgt mir. Und halt. Wie er halt immer läuft. Wie er halt einfach immer läuft. Okay, hier, ne? Pass auf, und jetzt ist es wirklich ein Wels. Oder ein Hai. Oder irgendwas anderes. Das ist kein Wels. Das ist eine Zeitkapsel. Was? Du hast noch eine der Zeitkapseln gefunden, die ich im Dorf versteckt habe? Gib sie mir. Ja, ich warte mal das Wochenende ab. Vielleicht muss ich auch einfach mal wieder raus. Fußball, Samstag geht's mit meiner besten Freundin. Das Freund und ihrem Verlobten. In der sehr guten Freundin. Papze, Whisky, Verkostung. 3-Gänge-Menü. Nimmst du mich mit? Was? Ja, aber vielleicht jetzt rausgehen wirklich ganz gut. Kannst du mich auf dem Laufenden halten? Oh ja, Bilder! Bilder sind gut. Aber Hybrid, ich bin am Wochenende auch endlich mal unterwegs. Ich bin auch endlich mal unterwegs. Wir haben ja... Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, das hatte ich dir letztes Jahr mal erzählt. An unserem langen Abend, wo ich dich wegen der Ziege in Lotho genervt habe. Wir hatten ja vor 2 Jahren Karten fürs Oktoberfest mal geholt. Das war ja an meinem alten Wohnort noch. Und ja, das hatten wir ja 2020 oder für 2020 geholt, 2019 gekauft. 2020 sollte das ja stattfinden. Ging dann ja nicht wegen Corona. War ja eigentlich auch für meine Großeltern noch mitgeplant. Gut, ging dann ja jetzt nicht, weil ja, ne, Opa ist ja auch verstorben und alles. Und jetzt hieß es halt vor einer Woche, wir haben da schon gar nicht mehr dran gedacht, so, ja, ihre Karten behalten ihre Gültigkeit auch für dieses Jahr. Und wir gucken uns so an und wollen wir? Wollen wir nicht? Dann haben wir gesagt, gut, okay, komm, wir hatten einen Tisch und wir mussten halt für 8 Personen. Ein Tisch und 2 Personen ging halt nicht. Also für 8 Personen und ja, jetzt haben wir alle anderen natürlich abgesagt, weil war natürlich auch sehr kurzfristig. Jetzt sind wir zu zweit auf dem Oktoberfest. Das wird super.
Das ist super. Vor allem, wir haben gefühlt Essen für 30 Mann. Meinst du, ich weiß das noch? Ich lag dann zum Ende in dem Bett und hab dahin vegetiert. Halber, natürlich weißt du das noch? Nein, alles gut. Hätte ja sein können, dass du dich noch dran erinnerst, weil... Ne? Ne? Hätte ja sein können. Geil, zu zweit für 30 futtern. Ich weiß gar nicht, wir haben irgendwas... So ein Spießbraten hat jeder von uns. Dann vier Brezeln, die sind ohne Witz so riesig. Und dann haben wir noch irgendwas anderes. Ich meinte dann nur so zu frisch, okay, Schatz, das sieht da aber ein bisschen seltsam aus. Weißt du, wir haben dann so ein riesiges Essen, einen riesigen Tisch und wir sitzen so zu zweit dran. Zu zweit. Wo eigentlich 8 Leute sitzen. Und dann so, ja. Merkst du was? Ey, das war ganz seltsam. Das war ganz, ganz seltsam. Aber ich freue mich tatsächlich drauf. Erstens, meine alte Heimat. Vielleicht treffen wir auch wieder alte Freunde von uns. Bisschen Musik, bisschen abschalten. Also wenn ich Sonntag ein bisschen später streame, ihr wisst Bescheid. Dann war dann ein Bier zu viel. Das könnte durchaus möglich sein. Weil wir trinken dann ja auch wieder ein Maß. Und nicht mehr die ganz kleinen. Da gibt's ja nichts anderes. Das wird schön. Boah, es, ich komm mit, will. Wenn ich sagen, was ich wenn ich genug Geld für die Fahrt hätte. No. Ich würde sie dir ja auslegen, aber ich habe selber gerade kein Geld. Ich bin alt, mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Heim, du bist jünger als ich, das Alt zählt nicht. Das Alt zählt halt einfach nicht. Nein. Maß ist das richtige Maß für ein Bier. Das stimmt. Wieder ein halbes Schwein. Befühlt sich wie ein König an der Tafel. Man müsste es... Eigentlich... Schade, dass es nur Bänke gibt. Man müsste eigentlich so einen fetten Thron dann einfach noch dahinstellen und dann tatsächlich wie so ein König dann da sitzen und speisen. Geht nur leider nicht. Aber cool wäre es. Es wäre halt richtig, richtig cool. Wie viel teuer, wenn ein Tisch für 8 2 Leuten belegt ist? Ja. Also wir haben halt für 8 Leute bezahlt, weil es ging halt nicht anders. Wir dachten halt, okay, dann sitzt man halt mit dran. Die haben das aber so geregelt, du kriegst nur dann einen Tisch, wenn du auch für 8 Leute bestellst. Wir sind halt von uns ausgegangen, dass wir jetzt mindestens zu 4 sind und dann halt noch, wer will, noch Leute mitkommen. Die Leute sind aber abgesprungen. Und jetzt, ja, haben wir halt keinen mehr dafür. Die Leute, die man hätte, sind zu weit weg oder halt schon anders verplant auf Geburtstagen oder sonstiges. Oder liegen mit dem bösen Zeh im Bett. Das haben wir jetzt nämlich auch gerade. Wir wollten so sagen, mehr Wein, mehr Fiber, mehr Tisch. Mehr Tisch auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass es da auch Wein gibt, aber ich glaube, wir werden tatsächlich bei Bier landen. Gut, Fusches muss eh fahren. Der hat die Arschkarte. Wikidi wird mitkommen. Müsste herkommen. Mal, dass die euch nicht ans Bein pissen, wenn ihr dann nur zu zweit seid. Na gut, was sollen sie machen? Wir haben bezahlt. Ist reserviert. Wenn die Leute krank oder abgesprungen sind, ja gut, was willst du machen, ne? Kannst du halt nicht ändern. Wir haben halt nicht damit gerechnet, dass die Karten für dieses Jahr gültig sind. Wie gesagt, vor 1-2 Wochen kam erst die E-Mail. Und wir dachten halt, okay, weil bei dem anderen Fest, was halt auch in dem Dorf gewesen wäre, mussten auch neue Karten gekauft werden. Also. Und ist ja nicht so, dass wir dann sagen, nee, dann kann da keiner mit dran sitzen. Wie ich die Dorfjugend kenne von dort, werden die eh einige Leute reinschmuggeln und sitzen dann trotzdem irgendwo mit dran. Von daher, mal gucken. Wie gesagt, sie können halt eigentlich nichts machen, weil es bezahlt. Was wollen sie machen? Reserviert ist reserviert. Yes.
Geld haben sie. Müssen sie es halt fürs nächste Mal machen, dass man halt auch zu zweit sich mit an den Tisch setzen kann. Wäre halt besser. Bei 8 Leute zusammenzukriegen ist immer so ein bisschen, ja. Aber mal gucken. Vielleicht kommt ja kurzfristig noch einer mit. Dann Geld für 6 Plätze zurückgeht auch, dann ist das Essen ja gratis. Oh, ja. Ach. Ja, das wird schon. Das wird schon. Wie gesagt, vielleicht finden wir ja noch welche, die mitkommen. So ganz, ganz kurzfristig. Ich wüsste aber halt auch nicht, wen ich halt noch fragen sollte. Deswegen. Zumindest aus unserer Nähe. Die, die ich fragen könnte, die sind halt selber schon da wahrscheinlich. Wie ich die Leute kenne. Also eine Freundin von mir wird bestimmt da sein. Die war bisher jedes Jahr da. Mit ihrer Familie. Aber naja. Das wird schon. Aber ich freue mich drauf. Ich ziehe nur kein Dirndl an. Das habe ich einmal gemacht, die Scheiße. Und danach nie wieder. Das Ding versauert jetzt in meinem Schrank. Mist, der Deckel ist fest zugeschraubt. Man muss ihn nur drehen. Bitteschön, ich habe ihn für dich gelockert. Und du kannst ihn öffnen. Mhm. Dankeschön. Oh. Hilfe. Hallo, Neko Dragon. Hallöchen. Und hier herzlich willkommen als Senderangebot. Das kannst du so nicht mit als Jungs große Luft verlockt. Nein! Na, geht's dir wieder besser? Oh, yeah. Ich denke schön, dass die Busse mit deinem Freund hier selber rausspringen. Nee. Tatsächlich, ich habe noch ein Bild von mir im Dirndl. Ich weiß gar nicht. Warte mal. Irgendwo habe ich auf jeden Fall eins. Das ist ganz grauenvoll. Also, es gibt Menschen, denen steht sowas richtig, richtig gut. Und dann komme ich. Das sah nicht gut aus. Das war halt auch verteufelt unangenehm. Vor allem, ich habe mir halt das Übliche sind vor paar geleistet, dass ich die Schleife falsch gebunden habe. Meine Freundin und ich sind dann erstmal nochmal zurückgegangen und sind erstmal die Schleife dann richtig gebunden. Ich wusste nicht, dass es da, also Frutus wusste es auch nicht. Wusste nicht, dass man da was beachten muss, wenn man das macht. Das wussten wir halt nicht. Ich kann da nichts für. Ich hab sowas noch nie getragen. Naja, wie gesagt, das versauert auf jeden Fall in meinem Schrank. Liegt da bis zum St. Nimmerleinstag. Das ist denn daran so wichtig? Es kommt drauf an, je nachdem, ich weiß nicht, wie das ist. Wenn du die Schleife auf der einen Seite trägst, bist du vergeben. Ist die auf der anderen Seite, bist du, glaube ich, Single. Dann gibt es noch verwitwet. Und dann gibt es auch noch Kellner. 4 Varianten. Ja. Gut. Super. Klappt. Richtig toll. Oh Gott. Ganz. Ganz, ganz furchtbar. Verwitwet ist auf dem Rücken, soweit ich weiß. Okay. Das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Es war auf jeden Fall furchtbar. War einfach nur furchtbar.